wir haben mit den Kostümen angefangen. Quasi mit dem Kostümwettbewerb hier auf den Cons haben wir uns auch kennengelernt. Ja. Und dann über die Jahre hat sich das so entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen gerne Kostüme, wir machen auch gerne alles drumherum. Und die deutsche Tolkien-Gesellschaft kann das auch mal ganz gut gebrauchen, dass so ein bisschen das Ganze schöner dargestellt wird. Tolkieniger, mehr Fantasy. Und ja, dann war das, glaube ich, 2008, ja, auf einem der Brainstorming-Wochenenden der DTG. Da treffen wir uns eben und planen so ein bisschen das Jahr für den Verein. Was kann man tun und machen und so weiter? Wie kann man den Verein ein bisschen hübscher gestalten, so für das Optische sozusagen? Und da kam das eben zustande. Das war zum Jubiläum, zum 10-Jährigen damals. Und dann, genau, wir waren auch immer bei unserem Tolkien-Ting, also die große Zusammenkunft einmal im Jahr, wo wir uns immer alle treffen und Spaß haben sozusagen. Mitgliederversammlung muss ja auch sein bei so einem Verein und so was. Haben wir dann gesagt, oh, lasst uns doch mal was dekorieren, weil wir haben nie irgendwas gehabt. Wir sind natürlich halt immer auf einer Jugendherbergsburg, wo da natürlich nichts ist. Und dann haben wir dann gedacht, okay, wir müssen eine Burg dekorieren. Und so entstand dann im Grunde genommen, okay, wir basteln alles Mögliche, was man so sieht. Dieses Long Expected Party, was ihr unten zum Beispiel aufgehängt seht, war aus diesem ersten Grund a Long Expected Party, haben wir gemalt und dann fertig aus. Und das ist immer dabei, weil passt das ja so. Das hast du jetzt hauptsächlich gemacht. Ich habe jeder durfte einen Buchstaben. Also jeder durfte einen Buchstaben. Und, also, und dann so entwickelte sich das. Wir haben dann die ganzen Banner. Dann, oh, wir haben ja Rohan noch nicht. Wir haben doch kein Gondor gemacht oder so. Was können wir jetzt machen und so weiter. Und dann mit unseren Auftritten zusammen wurden dann immer noch Kostüme entwickelt, wie eben den Smaug, ja, dass so man Props sagt, eben, die man auch so hinstellen kann, wie das fette Auge da zum Beispiel. Das oder, war mal ein Kostüm. Das ist ein Kostüm hinten. War ihr Smaug auch, das war auch ein Kostüm. Da wir Kostüme machen, machen wir jetzt alle möglichen Workshops. Auf dem Ding machen wir zum Beispiel Gewandungsworkshops. Geht hier so nicht, weil man braucht immer mehr Zeit für diese ganzen Workshop-Sachen. Jetzt machen wir, dieses Mal machen wir wieder Basteln, also Schmuckbasteln zum Beispiel. Heike macht immer Nasenmalerei, so Stickereien, also Handsticken. Ich mache noch Narbenschminken, weil schön schminken kann ich zwar auch, aber nicht so gut. Also Narben und ein bisschen Blut ins Gesicht, das ist ganz einfach, ich hole ein Messer. Nein. Und hier bei uns sind es ja auch in der DTG so viele unterschiedliche Genre auch dabei. Also von den Tabletopern oder nur die Bücher, nur die Filme, alles beide, wurscht, querbeet, alles dabei. Und das macht halt das Schöne daran aus. Jeder ist auch dabei, herzlich willkommen, der da gerne mitbasteln möchte, egal was er für Handfertigkeiten halt besitzt. Ich habe schon gelernt, dass auch Männer sticken können. Ja, ist wirklich wahr. Ja. Wenn sie es so gerne möchten, ja, weil die es gerne selber machen wollen, alles Mögliche. Fast unglaublich, aber es geht, ja.